Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Market Insight, präsentiert von GKFX. Man sollte es kaum glauben, aber es gibt am Markt manchmal noch andere Themen als das griechische Drama. In dieser Woche blickten Börsianer vor allem auf die US-Notenbank Fed und die hat nicht an der Zinsschraube gedreht. Man guckt hier weiterhin auf die Daten, bleibt weiterhin expansiv. Kam an der Wall Street gut an, für den Dollar nicht so, dementsprechend konnte der Euro erstmal profitieren. Ja, und der DAX, der ist in dieser Woche vom griechischen Drama mehrfach unter die Marke von 11.000 Punkten gedrückt worden. Zum Wochenausklang hin sieht es aber wieder ein bisschen besser aus. Schauen wir mal, wie es in der Hinsicht weitergeht. Was war sonst los? Die Inflationsrate ist in Deutschland auf den höchsten Stand seit Oktober 2014 gestiegen. Und der Europäische Gerichtshof hat grünes Licht gegeben für das OMT-Programm der EZB. Also hat Mario Draghi nochmal Glück gehabt. Für die kommende Woche zeigen sich Börsianer vor allem gespannt, ob es zu einem Showdown zum Thema Griechenland kommen wird. Denn für den Montag wurde ein EU-Sondergipfel einberufen, nachdem sich die Finanzminister schon mal nicht einigen konnten. Also, es soll keine Gnadenfrist geben für Griechenland, das haben wir schon gehört. Und Ende Juni sind definitiv die Raten für Juni fällig. Kann Griechenland nicht zahlen oder kommt es vorher nicht zu einer Einigung, dann droht eben der Staatsbankrott. Auch wenn der Markt das Thema schon eine ganze Weile kennt, wie volatil der Markt darauf reagieren würde, ist natürlich schwer vorherzusagen. Auf lange Sicht, da gehen die Meinungen hier auf dem Parkett aber auseinander, ob da ein Grexit eher Schreck oder vielleicht auch eher Erleichterung für die Märkte wäre. Warten wir es ab, bleibt auf jeden Fall spannend. Ansonsten in der kommenden Woche noch weitere Daten, zum Beispiel die Einkaufsmanager-Indizes. Einmal aus China, nochmal besonderer Hingucker, aber auch aus den USA und für die Eurozone. Außerdem für Deutschland das IFO-Geschäftsklima, außerdem der GfK-Konsumklima-Indikator. Aus den USA sehen wir noch Daten vom Immobilienmarkt und die zweite Umfrage des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan. Mehr Market Insight jederzeit unter gkfx.de. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.